Natürlich ist auch die Mutter ins Hamburger Kunst- und Gewerbemuseum gekommen. Wir brauchen immer für den lieben Jonathan einen Aufpasser, weil er sich auf alles einlässt. Also wenn jemand kommt mit 20 Blättern leerem Papier und sagt, können Sie mir das alles signieren, dann würde er das tun, wenn nicht jemand von uns das verhindert. Er ist von einer ungeheuren persönlichen Liebenswürdigkeit, aber das macht ihn natürlich angreifbar und es macht ihn auch verletzlich. Jonathan! 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 Wie haben Sie Kunst empfunden, als Sie 12 Jahre alt waren, also genauso alt wie wir jetzt? Das war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe das nicht für mich gesehen. Aber hatten Sie denn keinen Kunstunterricht in der Schule? Doch, da hat aber meine Mutter alle Bilder gemalt für mich. Und ich habe mich dem hingegeben. Also meine Mutter hat das gemacht. Ich hatte immer so 3 bis 4 so, war also nicht besonders gut, aber meine Mutter hat sehr gut gezeichnet und das war das Spiel. Italian Gyms. Mese am nächsten Tag beim Signieren seiner Bilder. Das würde ich sofort kaufen. Ich habe so oft mit meinen Einschätzungen daneben gelegen, wo er recht hat. Die Schrulle, die wir da eben gesehen haben, mit der Plastik-Heuschrecke drin. Gut, oder sowas hier. Ich meine, du brauchst einfach ein bisschen, um dich da dran zu gewöhnen und zu sagen, das ist super. Ja? Aber es ist nun mal super. Also dieses Bild heißt Sunny Boy Poops Eyes. Ich meine, wer das nicht haben will, ist dumm. Ich meine, japanische Uhr ist doch genial. Was kostet ein Bild? Wie groß ist das Ding? 40 mal 30. 40 mal 30 von Jonathan. Was kostet sowas? 5.000 Euro. Moment, Philipp, da haben wir noch eins hier. Das ist Format, Sekunde. Wo sind das? 100 mal 80. Ungefähr 10.000 Euro kostet das. Schade, dass sein so bewunderter, früh verstorbener Vater diesen Erfolg nicht mehr mitbekommen hat. Ich war 3 Jahre alt. Wir sind dann eben mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter und ich sind nach Deutschland und mein Vater ist in Japan geblieben. Das war immer mein Daddy. Der kam dann auch jedes Jahr 2-mal zu Besuch mit Säcken voll Geschenken. Immer das Neueste des Neuesten. Irgendwie, ich hatte den ersten Walkman und so. Hat er immer mitgebracht. Ich fand das super. Und ich hab den immer bestaunt, ne? wie so ein Fels. Ich habe immer gedacht, was ist das für ein Typ? Ich habe aber nie kaum mit dem geredet, weil der konnte ja nur Englisch und Japanisch. Und ich konnte eigentlich nur noch Deutsch. Und ich habe mich geschämt. Also ich konnte vor meinem Vater keinen grammatikalischen Fehler machen. Das war unmöglich. Der war einfach zu besonders. Jonathan, ein sprachloses Kind, das sich in eine Fantasiewelt flüchtete. Ich war mit 14 wie 8. Und da hatten plötzlich meine Freunde von damals keinen Bock mehr auf mich. Nicht? Weil ich war ja nicht erwachsen. Nicht, wenn man mit 14 aussieht wie 8. Da ist man halt der Kasper. Da ist man halt das, was man vorschickt. Ja, das weiß ich noch, auf der Klassenreise wurde ich immer vorgeschickt als der Schwächste und der Lächerlichste, die Null. Um sich abzugrenzen, entwickelte er eine Geheimsprache. Also die Geheimsprache so mit 12, zwischen 12 und 14, bestand aus ungefähr 12 Wörtern und 3 Grimassen. Dehe, Doho, Noninai, Beutehe, Diapo, Schnappo. Noninai ist klar, kommt von Johnny Nein, Nonni Nein. Ja, also das war so eine Floskel. Und dann gab es eben 3 Grimassen. Einmal Zähne nach vorne. Die andere ist... Und dann gab es die Kombination, dass man jemanden unter das Kinn fasst
und Choll, Choll, Choll sagt. Jonathan soll nicht quatschen, sondern weiter signieren. Schließlich muss die Mese Factory in Gang gehalten werden. Es ist ja nicht so, dass der jeden Tag fabriziert. Der hat ja manchmal auch so Sachen, wo er zum Beispiel mit dem Theater arbeitet. Ja? Was furchtbar ist, weil er ist komplett unproduktiv. Ja? Also für die Galerie. Es ist zwar schön für die Theaterleute, aber für uns ist es furchtbar, weil es kommt nichts rum. Dazu kommt, dass diese Proben meistens sehr lang sind und intensiv und ihn danach auch so deprimiert machen, dass da eh nichts mehr kommt. Deshalb muss Frank Castorf heute ohne Mese proben. Dass ein Ausnahmetheatermann einen Ausnahmekünstler beauftragt, zeigt einmal mehr, wie sehr Mese gerade Künstler fasziniert und auch irritiert. Als wir uns kennengelernt haben, hat er hier sein Kokainbühnenbild gemacht. Das fand ich ziemlich schrecklich. Und dann habe ich gesagt, versuch das mal ein bisschen in die und die Richtung zu bringen. Dann war es noch schrecklicher, weil es schon wieder fast ein richtiges Bühnenbild war. Dann hat er noch weiter gearbeitet und dann habe ich gesagt, nein, du musst all das, was ich ganz furchtbar, ganz schrecklich, ganz widerwärtig finde, was du mir da auftischst, das musst du noch potenzieren um das Hundertfache. Dann bist du bei dir und bei mir. Das ist doch kein Problem. Jetzt fangen wir an zu arbeiten. Für das neue und alle künftigen Castorf-Stücke hat Mese ein Universalbühnenbild geschaffen. Eine kühne, zeitsparende Idee. Man sieht Flächen, die sich verändern, Formen, Verwinklungen, Schriften, das ist ja nur ein Probebühnenbild, Vulkane, die Feuer speien. Sie sehen Merkwürdigkeiten des Einzelnen. Und tatsächlich erst, wenn sie steigen, man kann auch intellektuell eine Draufsicht versuchen zu entwickeln, dann sehen sie, was das Ganze ist. Rein räumlich heißt das, wir müssen 15 Meter höher klettern, dann sehen sie das Kreuz, dann sehen sie das, was es sein soll. Die Assistentin und der Künstler unterwegs zu einem ganz besonderen Ort. Meses Schlaraffenland. Hier kann er wieder auftanken. Extra für den scheuen Künstlerstar hat das Farbenkaufhaus nachts geöffnet. Oh, Bösner, das Traumland. Wunderbar. Super Pinsel. Das muss man doch haben. Das sind ja merkwürdige Dinger hier. Wahnsinn. Die habe ich noch nie gekauft, aber die sehen gut aus. Ich will Monumentalleinwände malen. 1000 Meter mal 5000 Kilometer. Es ist zu kleinkrämerisch. Jede Farbe ist gut. Ja, jede Farbe. Es ist völlig egal welche. Absolute Lieblingsfarbe. Rosa Fleischfarben. Und dieses komische helle Blau, das ist spitze. Und hier nochmal, grau, grau. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit Blau. Ich weiß nicht warum, aber das kommt. Das muss man nur zulassen. Nicht, das ist eine Psychose, aber ist nicht so schlimm. Bei vielen kunsttheoretischen Büchern muss man einfach nur das Gegenteil schreiben. Und dann ist man auf der richtigen Spur. Weil die Worte muss man nur umdrehen. Die Vorzeichen ändern. Dann geht's ab. Will ich einen Anspitzer haben, muss ich nur so machen und ich hab sie. Ja? Und ich kann das Material wieder schärfen für die nächste Zeichnung, für das nächste Manifest, für das nächste Pamphlet. Die Diktatur der Kunst wird entstehen durch diese Bewegung nach vorne. Ja, man tut vielleicht so, dass man was von hinten nimmt, aber man ist sofort wieder drüber hinaus über den Punkt. Die meisten Menschen machen so und bleiben da und werden nach hinten gezogen, ja? Wieder in die Vergangenheit. Aber hier geht es nur ums Ausholen, um gleich nach vorne zu gehen. Da ist aber keiner vorne, da gibt es ja gar keine Feinde, weil da ist man ja an der Front und da ist kein Mensch. Ich bin seit mindestens 38 Jahren einsam an der Front. Niemanden gibt's vor mir. Meses Atelier am nächsten Morgen. Assistentin Doris Mampe muss die Ware ausladen. Alleine. Farben, Leinwände, Pinsel und Bücher im Wert von 6.000 Euro hat Mese in seinem Kaufrausch erstanden.
Auch in seinem Büro wird fleißig geräumt. Wegschmeißen ist tabu, nur ordnen darf die Mama. Mese, ein Messi. Da kann ich Ihnen eines zeigen. Das ist noch aus der ganz alten Zeit, als er seine ersten Installationen machte. Damals hatte er hauptsächlich die Dinge an der Wand. Und so allmählich haben sich die Installationen von der Wand, also auf den Boden, weiterentwickelt. Das ist zum Beispiel ein Bild von mir, das habe ich nachher wieder zurückgefordert. Alles, was Jonathan je berührt hat, wird jetzt schon für die Nachwelt archiviert, damit die Menschheit den Mythos Mese künftig genau studieren kann.